Die SPD will die Vermögenssteuer einführen. Kann man den Sozialdemokraten wirklich glauben, dass sie die Vermögenssteuer tatsächlich einführen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die SPD geht ja voll in den Angriffsmodus. Sie will sozusagen, sie hat ein neues Parteiprogramm oder ein Programm, eine Programmatik veröffentlicht und geht voll auf Angriff. Sie will die große sozialpolitische Umverteilung von Vermögen und Einkünften. 95% aller Steuerzahler sollen durch eine umfassende Einkommensteuersenkung, sagen wir mal, entlastet werden. Dafür will aber die SPD eine gerechte Erbschaftssteuer und eine neue Vermögenssteuer einführen und eine grundlegende Reform der Schuldenregel. Ja, so steht es geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zwar vom 15.10.2024 in der Online-Ausgabe nachzulesen. Es geht auf die SPD pocht auf die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Ja, meine Damen und Herren, Reiche sollen mehr abgeben, damit Normalverdiener zusätzlich mehr in der Tasche haben. Mit dieser Forderung will die SPD in den Bundeswahlkampf ziehen. Ja, können Sie sich alles in Ruhe dort in dem Beitrag mal anschauen. Die Frage ist nur, können wir der SPD wirklich vertrauen in dieser Frage, dass sie hier standhaft bleibt und die Vermögensteuer einführt? Ich habe da so meine Zweifel, meine Damen und Herren. 2021 war ja die SPD auch in ihrem Bundestagswahlkampf mit der Forderung angetreten, eine Vermögensteuer einzuführen, gleichsam eine Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Rente. Was ist davon übrig geblieben? Nichts, meine Damen und Herren. Die SPD hat weiche Knie bekommen und war scharf darauf, Kanzler Olaf Scholz als Kanzler in das Amt zu hieven. Und deswegen ist sie ja in die Ehe gegangen mit der FDP und den Grünen. Was daraus geworden ist, sehen wir ja heute, meine Damen und Herren. Kanzler Scholz ist unbeliebt, wie sonst was. Die Menschen sind äußerst unzufrieden mit der SPD. Die Prognosen und die entsprechenden Umfragewerte sind im Keller. Die SPD könnte, wenn heute Bundestagswahl wäre, froh sein, wenn sie irgendwo 15 bis 16% bekommen würde. Das würde sicherlich nicht ausreichen, um Kanzler Scholz nochmal erneut in das Amt zu hieven. Ich sage es mal vorsichtig ausgedrückt. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, das haben auch Umfragen ergeben, wollen Kanzler Scholz nicht mehr als Bundeskanzler haben. Da soll irgendjemand anders ran, aber nicht dieser Mensch. Ja, meine Damen und Herren, klar ist, eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich die Einführung oder das Wiederaufleben einer Vermögenssteuer. Das geht aus einer Forsa-Umfrage von Anfang Juli für den Stern hervor. Es sind 62% würden das befürworten, dass Privatpersonen und Unternehmen eine solche Abgabe auf ein Vermögen ab 1 Million Euro leisten müssten. Meine Damen und Herren, ob das nun 1 Million Euro sind oder 5 oder 10 Millionen Euro, das ist wurscht. Auch ich fordere die Einführung einer Vermögenssteuer, denn besonders Reiche müssen sich sozusagen hier oder sollten sich hier in diesem Land auch an der Gesellschaft mit beteiligen und auch mit finanzieren. Alle profitieren wir davon. Sie wissen auch, meine Damen und Herren, dass mittlere und geringe Einkünfte auch schon besteuert werden und dass das besonders wehtut und dafür aber hohe Einkünfte letzten Endes dann eben nicht richtig besteuert werden und Vermögen schon gar nicht. Die Vermögensteuer wurde ja aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1996 müsste das gewesen sein, ab 1997 praktisch nicht mehr erhoben. Sie ist ausgelaufen, aber keine Sorge, meine Damen und Herren, verfassungsrechtlich gesehen ist die Vermögenssteuer vorgesehen. Sie können sie nachlesen im Artikel 106 Grundgesetz. Dort geht das Grundgesetz sogar von einer Vermögenssteuer aus. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezog sich nur auf die Art und Weise, wie die Vermögenssteuer damals erhoben worden ist. Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren, seit über 20 Jahren zahlen Vermögende in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr. Das ist eigentlich der sozialpolitische Skandal. Und meine Damen und Herren, wenn es der SPD wirklich nur darum gegangen wäre, die Vermögenssteuer einzuführen, dann hätte sie es 2021 auch schon tun müssen. Und deshalb
Mit Verlaub, liebe SPD, das ist kein Bashing, wie man mir manchmal ja vorwirft. Ich glaube Ihnen das nicht, ich nehme Ihnen das nicht ab. Ich glaube Ihnen das erst, wenn es durch Sie tatsächlich in einer Art Regierungsbeteiligung durchgesetzt wird, genauso wie mit der Erwerbstätigenversicherung. Ich glaube Ihnen kein Wort mehr, dass Sie noch jemals in den nächsten 10 Jahren in der Lage sein werden, eine Erwerbstätigenversicherung in der gesetzlichen Rente und eine Bürgerversicherung in der Krankenversicherung durchzusetzen. Ich halte Sie für abgewirtschaftet als Partei und deshalb sollten Sie wirklich bitte mal in die Rekonvaleszenz gehen, einfach mal 4 bis 10 Jahre mal nicht in Verantwortung sein, mal durchatmen und wirklich einfach mal in den Spiegel zu schauen und sich die Frage zu stellen, für was steht eigentlich noch diese SPD? Steht sie für den kleinen Mann und die kleine Frau oder steht sie mehr oder weniger nur noch für Wirtschaftsinteressen und neoliberalen Lobbyismus? Näheres zu diesem Thema, meine Damen und Herren, wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.